So, machen wir mal einen kleinen Eindruck von einem interessanten Platz in Schottland. Also, das, was ihr hier hinter mir seht, sind so die letzten Überreste der Siedlung und die Aussprache müsste gälisch sein, deswegen keine Ahnung, wie das korrekt heißt. Wojkosch. Üblich ist einmal, also einigermaßen üblich, muss man sagen, ist einmal dieses Gebäude und einmal dieses Gebäude. Jenes Gebäude hier ist ein sogenanntes Boffy. Hab mir inzwischen erklären lassen, dass man das Boffy ausspricht. Boofy wird's geschrieben. Bisher habe ich es auch immer Boofy genannt. So, und was ich mir jetzt mal angucken wollte, war einfach hier ein bisschen die Umgebung und die interessanten Dinge, die es hier zu sehen gibt. So als kleine Momentaufnahme einer Reise durch Schottland. Und ich kann auch ein bisschen was Historisches dazu erzählen. Diese Gebäude hier, die hier mal standen, das waren ursprünglich mal 9 Häuser. Teilweise sehen sie auch deutlich verfallener aus als dieses Ding, bei dem man jetzt zum Beispiel hier diese Fensteröffnung noch ganz gut erkennen kann. Bei dem man natürlich deutlich in den Innenraum reingucken kann. Man sieht wunderbar den Kamin, also das ist schon auch was. Da kann man was mit anfangen, ne? Und wie man hier auch ebenfalls sehen kann, ist halt eben, da steckt sogar noch so ein Rohr da eben entsprechend drin. Also aus dem frühen Mittelalter stammt das Ganze nicht. Und ja, eben, wie gesagt, es waren mal 9 Gebäude. Gucken wir uns das noch mal ein bisschen hier an, so ein bisschen Urban Exploring. Aber ein ganz bisschen Urban Exploring. Und diese 9 Gebäude haben halt eben, so wie gesagt, der Siedlung Wojkosch gehört, wenn mir sagen kann, wie man das korrekt ausspricht. Da bin ich sehr dankbar für jedwede diesbezügliche Information. 1760 rum, grob, ist das Ganze hier verlassen worden und wurde zur Geisterstadt. Das Boffy, was da hinten rumsteht, das hat man dann später errichtet. Das waren verschiedene mehr oder weniger staatliche Stellen Schottlands und die Mountain Buffy Association von Schottland, die sich halt eben, das ist so ein privater Zusammenschluss von Leuten, die einfach Spaß dran haben, solche alten Gemäuer entsprechend wieder herzurichten und Wanderern als Wanderunterkunft zur Verfügung zu stellen. Das sind dann offene Hütten, die kosten auch nichts, man kann keine Spende auf der Internetseite von diesen Boffy-Leuten hinterlassen, wenn man das dann möchte. Es ist oft ein bisschen Ausstattung drin, also da liegt mal eine Säge rum, mal ein Beil, es gibt vielleicht noch einen alten Kochtopf, eine Bratpfanne, ein paar Kerzen sind noch da, ein paar Streichhölzer, teilweise gibt es noch eine Box für Lebensmittel, dass also Wanderer, die mal wieder viel zu futtern damit sich rumschleppen, das kommt ja häufiger vor, da eben entsprechend auch noch mal was da lassen können. Oder wer halt tatsächlich zu wenig zu essen hat, kann sich da gegebenenfalls noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ich finde das immer ist eine hervorragende Einrichtung, so eine Nahrungsmittel-Austauschbox. Ich würde jetzt sagen, gehen wir da mal rein, aber da, wo ich jetzt gerade stehe, das scheint mir so eine Art kleiner Stall gewesen zu sein. Und das brauche ich jetzt niemandem erzählen, dass sowas selbstverständlich gerne mal als Klo missbraucht wird. Davon abgesehen ist das wirklich ein Wahnsinnsmatsch, in dem ich jetzt nicht rumtrampeln muss. Deswegen belassen wir es bei mal reinfilmen ins eigentliche Hauptgebäude. Gehe ich aber gerne einmal kurz rein und mache da noch ein paar Aufnahmen für euch. Habe mir gerade eben das Knie angehauen, deswegen bin ich gerade nicht ganz so gut zu Fuß. Das dauert noch ein bisschen, bis das nicht mehr wehtut. Hat was, ne? Hat was. Für mich ist dieser Ort insbesondere deswegen faszinierend, weil ich ja schon oft den West Highland Way gelaufen bin. An diesem liegt das hier. Aber dieses Boffy war bisher immer nur ja, ziemlich abseits des Weges. Man konnte zwar hinkommen, war aber nicht so einfach und es hat mir nie in die Etappenplanung gepasst, hier dann auch wirklich zu übernachten. Wir gehen mal ein bisschen übers Gelände, weil halt, ja, man hat halt irgendwie was anderes sich zusammen überlegt. Diesmal sind wir hier.
Schlafen zum Teil auch in Zelten, denn das ist wichtig, das sollte man wissen. Solche Boffis darf man zwar, man findet zwar im Prinzip immer Platz. Der Boffi-Code, der da drin hängt, besagt, dass eigentlich jedem, so gut es irgendwie noch möglich ist, Platz gemacht werden muss, der noch dazu kommt. Man soll denen nach Möglichkeit eine heiße Tasse Tee anbieten, zum Beispiel. Man guckt, dass das Feuerchen zum Beispiel schon brennt, wenn es insofern ein Kamin vorhanden ist. Der zieht jetzt in dem Ding nicht besonders gut, aber es funktioniert und ist immerhin wirklich sehr kuschelig warm inzwischen da drin. Ja, solche Sachen. Also wirklich Hospitality wird da sehr, 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 sehr groß geschrieben. Wer also zuerst kommt, der kümmert sich um diejenigen, die hinterher kommen. Und wenn man das Ding wieder am nächsten Morgen verlässt, dann räumt man auch schön entsprechend auf. Könnt ihr euch gleich nochmal hier angucken. Kommen wir aber zurück zu diesem Ort Wolkosch und eben diesem Dörflein, das mehr oder weniger hier gestanden haben muss. Dass das hier jetzt wegen fehlender Mauerreste wahrscheinlich wirklich der Garten von diesen beiden Gebäuden gewesen ist. Davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus. Die werden hier natürlich auch ihre Kartoffelchen und ihre Gerste und was sie sonst noch angebaut haben, Möhren, Zwiebeln, was auch immer, eben entsprechend hier gezüchtet haben. Man findet jetzt überall in deren Umgebung, auch ein bisschen weiter weg, weitere Höfe, zum Beispiel da hinten irgendwo war noch einer, die halt ähnlich aussehen wie dieses Gebäude. Die muss ich jetzt nicht alle filmen. Die gehören natürlich alle zu dieser Wolkosch-Siedlung dazu. Ist also durchaus sehr großräumig. Aber was halt nur noch übrig ist, sind wirklich nur die einzelnen zwei, drei, vier, fünf Ruinen, die man hier so finden kann. Teilweise wurden die Ruinen auch einfach genutzt, das Material der Ruinen. Hier, da ist noch so ein Mauerrest. Da. Jetzt hat er auch scharf gestellt. Wurden die Reste der Ruinen einfach genutzt, um damit halt eben das eine nun wieder intakte Boffi zusammenzusetzen. Besser ein intaktes Gebäude als ganz viele Ruinen. Aua, hat man sich wohl gedacht. Und dementsprechend sieht das halt eben jetzt so aus. So, leider haben wir hier neben dieser interessanten Wiese, die halt eben wahrscheinlich eine Weide gewesen ist und dementsprechend jetzt auch mit interessanteren Baumarten, sage ich jetzt mal, bewachsen ist, denen es aber jetzt auch nicht so richtig, richtig, richtig toll geht. Das sind zum Teil hier, größtenteils sind es Ahorner, glaube ich. Ahörner, wie ich immer so schön sage. Naja, nebenher hat man leider halt eben auch die Wälder der Umgebung, wie in Schottland üblich, mit ganz, ganz, ganz standorts nicht heimischen, also standorts unheimischen Baumarten bepflanzt. Und ihr seht es hoffentlich schon, so viel habe ich euch ja bereits erzählt, dass ihr relativ gut wahrscheinlich erkennen könnt, dass das eine Katastrophe ist, dieser Wald. Ne? Mal abgesehen von dem kleinen Zelt, was da noch drin steht, das ist ja nicht meins. Aber gehen wir mal noch ein Stückchen in die Richtung. Also das ist natürlich wirklich forstlich, ist Schottland hinten dran bis zum geht nicht mehr. Da gibt es Bereiche in Russland, da ist man fortschrittlicher. Also das ist wirklich, es ist schwer zu ertragen. Schwer zu ertragen. Es gibt zwar inzwischen Bestrebungen, dass man das auch langsam mal begreift, dass überhaupt so etwas wie eine Durchforstung existiert. Hier haben wir jetzt auch in so einem Wald gibt es schöne Bereiche. Ne? Für mich ist das alles ja grauenvoll. Andere Gruppenmitglieder haben mich ja auch schon darauf hingewiesen, dass ich finde das hier total schön und so weiter. Und das sieht total schottisch aus. Die stört halt einfach so ein Waldbild nicht so sehr wie mich. Für mich ist das hier, das ist quasi eine blutende Wunde, eine schlimme, mit Eiter und so weiter und so fort. Dieses kleine Zeltchen ist meins. Hey. Also wirklich, wirklich schlimm. Ich versuche da mal runterzukommen mit kaputtem Knie. Das ist jetzt nur... Seht ihr? Da wäre ich fast ausgerutscht. Das ist jetzt nur temporär, dass mein Knie am Arsch ist. Wie gesagt, ich habe es mir gerade angehauen. Normalerweise ist das kein großes Hindernis. Aber ja, na super, ganz toll. Oh, scheiße. Ja, also, wie man sieht, grauenvoll.
Mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das ist hier so eine Mischung aus tatsächlich so ein paar Sitka-Fichten. Die meisten Fichten, die man in Schottland findet, sind nämlich gar nicht die übliche Fichte, die wir kennen. Also die Tannenfichte oder Rotfichte oder wie immer man sie auf Deutsch nennen will, Picea habeus, sondern die meisten, die man in Schottland findet, sind eben Sitka-Fichten. Ich zeige euch auch irgendwann mal da den Unterschied und dazu mache ich auch noch mal ein extra Video, aber ja, guckt euch erstmal einfach diesen Wald an und stellt fest, so schön kann der auf keinen Fall sein. Ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen, ist halt auch schon wieder etwas dunkler. Dafür gucken wir jetzt noch mal ein wenig in die richtige Richtung. Und wie mir gerade mitgeteilt wurde, gibt es auch gleich Essen. Lecker Nudeln mit Sahne, nee, Milch, Käse, Milch, Sahne, Soße, irgendwie sowas. Zusammen improvisierte Soße. Wir haben eine gute Köchin dabei. Da klappt das dann ganz gut mit auch mal alternativen, interessanten Nahrungsmitteln. Eigentlich wollten wir Nudeln mit Tomatensoße machen, aber wir hatten schon relativ häufig Tomatensoße zugegebenerweise auf dieser Tour bisher. Deswegen mal jetzt halt was improvisiertes anderes. Aber was ich euch noch schuldig bin, ist der Rest der Geschichte von eben Roykosch, dieser Siedlung. Die ist eben so um die 1760er Jahre, hatte ich glaube ich gesagt, aufgelassen worden. Meistens liegt es daran, dass solche kleinen Dörfchen irgendwo mehr oder weniger in den Wild der Wildnis, der schottischen Wildnis, aufgelassen wurden, daran, dass Schafzucht eingeführt werden sollte. Also man hat so spätestens ab 1800 rum in vielen Bereichen Schottlands so langsam angefangen, die Bauern, diese kleinen Dörfchen, die eigentlich im Prinzip nur für sich selber gut waren und nur sich selbst versorgt haben und keine große Wirtschaftsleistung erbracht haben, die hat man dann angefangen, irgendwann mal zu vertreiben. Nennt sich die sogenannten Highland Clearances. Also, wenn ich das jetzt wieder mal falsch ausspreche, bitte ich um Entschuldigung. Ne, Englisch. jedenfalls die Säuberung der Highlands, sozusagen eben von diesen kleinen Farmerfamilien, die da kein Mensch braucht, weil da hat eben der Großgrundbesitzer nichts von gehabt, dass die da eben Millionenwesen getrieben haben. Und das Resultat, das sehen wir jetzt in diesen vielen Häuserruinen, die man in Schottland finden kann. Wer mal schon mal in Schottland war, hat mit Sicherheit schon mal irgendwo irgendwelche Häuserruinen auf irgendeiner großen Schafweide oder mitten in den Highlands oder halt eben wie hier auch häufig auf dem West Highland Trail zu beobachten, mitten irgendwo im Wald gesehen. Und das sind alles eben diese Folgen dieser Wollmonopolstellung, die sich Schottland damals aufbauen wollte. Man hat halt rausgefunden, okay, Wolle kannst du in den Highlands gut produzieren, gibt Schafe, die kommen mit den Bedingungen in den Highlands wunderbar zurecht. Ja, also, dann produzieren wir doch Wolle, weil was anderes geht nicht, wachsen tut nicht viel. Sonstige Viehhaltung, gut, das könnte man machen, ist aber auch nicht so produktiv. Große Mengen Rindfleisch zum Beispiel exportieren wäre nicht gegangen, wäre ja verdorben. Kühlschrank hatte man nicht und so weiter und so fort. Ja, und im Groben und Ganzen ist das so im Wesentlichen also der klassische Grund für diese aufgelassenen Siedlungen in Schottland, die man halt immer mal wieder eben entsprechend finden kann. So, und in diesem Zusammenhang wünsche ich einen schönen Abend oder was halt gerade ist und bis zum nächsten Mal.